Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Prison Architect. Es geht weiter. Also, die müssen hier noch das Ganze bauen, hier, so wie es ausschaut. Wobei da tatsächlich schon Gefangene in den Zellen sind, was eigentlich ein bisschen komisch ist. Aber naja, gut. Versorgung, wie schaut es da aus? Ach, da habe ich noch vergessen, die Rohre weiter zu bauen. Ist zur Dusche hier natürlich. Das muss ich schnell mal noch nachholen. Deswegen blinkt die Dusche auch noch hier. So, der eine Sprinkler hier ist überflüssig. Den kann ich jetzt versetzen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir können den zum Beispiel hier in diese Trakts reinbauen. Da können wir dann jetzt auch noch, das haben wir noch nicht drin hier. Sprinkler. Und dann noch mal 1, 2, 3. Das können wir so machen. Und dann so und dann so. Weil die Wasserleitung habe ich so oder so da drin gezogen. Ich habe da wahrscheinlich einmal geplant, dass ich da welche baue. Von daher. So, gut. In der Werkstatt sind auch welche drin. Wir könnten ja, wenn wir schon dabei sind. Ja, wobei wir wissen noch nicht, wie wir hier die Werkstatt weiter ausstatten. Ob wir dasselbe Layout verwenden. Weil ich meine, gesagt zu haben, dass wir das eventuell anders machen. Und eventuell, ich bin mir sicher, muss in der Werkstatt eigentlich immer... Okay, Tischsäge, Hydraulikpresse. Aber die anderen Dinger, die Carpenter-Tische, die sind egal. Okay. Ja. Ne, wir werden jetzt keine neue Werkstatt hier bauen. Dafür haben wir kein Geld. So, die Lampe kann hier auch verlegt werden. Genauso wie die, die ist so doof hier angebracht. Und da ist immer noch der Strom nicht gebaut. Okay. Und das hier mal so. So, im neuen Zellentag sollten eigentlich die Lampen ja alle installiert sein. So, da werden noch die letzten Wasserleitungen installiert. Ich weiß nicht, was da noch zu machen ist. Weil ansonsten könnten wir ja den Plan mal hier verschwinden lassen. Warte mal, kann man das hier irgendwie? Nee, ich glaube, das ist glaube ich nicht. Aber wie kann ich denn... Da wird immer noch was angebracht. Ja, erschöpft. Ach, ich habe wieder langsam gemacht hier. Sitzung des Besserungsprogrammes. Ja, dann müssen wir auch mal wieder einen Kurs einsetzen für die neuen Wachen, die ich eingestellt habe. Die dann wieder in Taser-Umgang geschult werden müssen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Na, vielleicht wäre da ja auch mal angebracht, dass man hier mehrere Eingänge macht, ja. Weil das, glaube ich, beim Eingang schon ein bisschen ein Problem wird manchmal, dass die sich dann anfangen zu prügeln. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Ja gut, wir könnten hier noch eine Tür reinbauen. Hier noch eine. Nur mal so, als Idee, Programme. So, Taser. Na, Start. Ja gut, das ist auch eine komische Sache hier. Oh, Moment, Quatsch. Wir haben ja hier schon ein Programm. Da haben 10 Leute nicht bestanden, alles klar. Aber die Wachen können auch schon tot sein. Das kann natürlich auch sein, dass die nicht mehr hier im Gefängnis sind. So, wie viele Hundeboxen haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Warte mal, und ich habe momentan 25 Hundeführer, okay.
Da muss ich noch ein paar Hundeführer hier, Quatsch, Hundeführer, ein paar Hundeboxen aufstellen. Hundehütten hier. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit wieder genügend da sind. Hundenäpfe haben wir noch ein paar. Damit das hier gleichmäßig aussieht, machen wir die auch so. Ach, da müssen wir noch einmal gleich noch einmal hier was anders machen. So, das machen wir jetzt tatsächlich so. Wenn die dann gebaut sind, dann versetze ich die noch mal eins nach unten. Weil wir hatten die nicht so eng zusammen. Wobei, wir könnten die eng zusammen machen, weil das ist ja egal. Die laufen ja da drüber, von daher. Weil hier sehe ich auch gerade, dass eigentlich der Hundezwinger dann doch ein bisschen groß ist, aber okay. Die können sich auch ganz gut abwechseln, die Hundeführer. Einer wäre verfügbar, der Rest patrouilliert. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Nee, Moment mal. Da, 13 sind verfügbar. Genau, das ist richtig. Bei den bewaffneten Wachen ist eine verfügbar, zwei patrouillieren. Genau, und bei den anderen haben wir noch 13, 11 da. Das variiert total, ja. Aber normalerweise, man sollte halt immer genug Wachen haben, die dann zum Beispiel auch für irgendwelche Sachen übrig sind. Also gibt es hier einen kleinen Tumult, aber ja gut, der wurde nieder... okay. Er wurde leider nicht unblutig niedergeschlagen. Okay. Ja, das gehört leider zur Tagesordnung, sag ich mal so, fast schon. Ja, ein so ein Orangener ist tot, alles klar, da wird gleich entsorgt. Naja, was willst du machen, das ist halt einfach so. So, wie schaut's denn eigentlich hier aus, warum ist denn da noch... Toilette fehlgeschlagen? Wieso Toilette fehlgeschlagen? Hä? Na, wir haben hier auch wieder ganz viel Geld hier. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Aber was ist mit der Toilette? Habt ihr keine Toiletten oder wie schaut's denn aus? Ja. Ja, doch. Toiletten. Es kann aber nicht sein, dass ich hier den Raum nochmal aufweiten muss hier, oder? Lagerraum. Das ist für gelagert. Was haben wir da eigentlich so? Fenster, breites Sofa, okay, ne, ne Tür, Zaun, Personal, Stapel, Stacheldraht, okay. Kiste, Bett. Ach, das ist ein grünes Bett, okay. Ja, ich kann mir das wegwerfen, weil eigentlich... Haben wir da noch ein Straßentor? Ein Wäschekorb haben wir auch übrig, okay. Apropos Wäschekorb, da können wir ja eigentlich noch einen neuen installieren, oder? So, wartet mal, Objekte. Zwei Wäschekörbe haben wir nämlich noch. Die Frage ist, ab wann die Wäschedinger zu wenig werden hier. Wann wir mehr Bügelbretter und so weiter brauchen. Das ist nicht noch die große Preisfrage. Bügelbrett. Das ist das große, okay. Ja, aber kleine gehen ja auch ein kürzeres Bügelbrett. Ach, ich stelle einfach mal voll und Waschmaschinen. Ja, du mal auch mal noch welche hin installieren. Machen wir das mal voll hier. So. Dann soll es auf jeden Fall reichen. Und haben die Strom? Ne, die haben nämlich dann noch keinen Strom. Das heißt, wir müssen ja. Was ist denn jetzt hier gerade los? Warum ruckelt das hier gerade so?
Oh, Strom kommt mit. Das ist... Und dann brauchen wir hier noch einen Wasseranschluss. Also irgendwas ist gerade im Hintergrund los, dass das hier gerade so ruckelig läuft. Also das ist komisch. Muss ich nachher mal gucken. Also ich habe hier jetzt keine übermäßige Auslastung von der CPU oder so, aber... Oder Framerate-Probleme? Nee, es ist einfach, es liegt irgendwie am Spiel. Das verstehe ich nicht. Die Wegplatten. Ja, das ist ein bisschen leider jetzt. Ah, Mann, was soll denn das hier? Warum? Ne, das liegt ganz eindeutig am Spiel. Das irgendwie. Das ist jetzt fast unspielbar hier. Was ist denn das hier? Ich verstehe es nicht. Also wenn das weiter so geht, muss ich leider hier dann die Aufnahme abbrechen. Mach mal langsam, ob es da dran liegt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Sag mal, was ist denn da? Paar Leute, das ist echt hier. Ja gut, wenn ich schneller laufen lasse, das bringt es auch nicht, ne? Also da muss ich wirklich mal gucken. Aber was ist eigentlich hier mit der Stromleitung? Ach geh! Da ist noch nicht verbunden, oh Mann. Hopp, auf ey. Turbo bitte. Ah, da müsste jetzt alles fertig gebaut sein, oder? Also jetzt müsste tatsächlich alles fertig sein, dann kann ich eigentlich nämlich hier das ganz entfernen. Ach, das hat jetzt schon entfernt, okay. Was ist denn hier los? Ach, da fehlt. Ah, da fehlen noch die Toiletten. Ja, das lässt sich jetzt gar nicht mehr öffnen hier, das Ganze. Das ist so ruckelig gerade. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Das, ja. Ach so, ja, das ist ja schon als Zelle deklariert, aber... Hat das jetzt angenommen hier? Nee, ne? So, jetzt, das hat gegolten. Wir haben immer noch Probleme, dass wir den nicht alle hier zuweisen können, was ja... Echt komisch. Ja, oder wir haben halt tatsächlich das Problem, dass die nicht berechtigt sind, die in so eine gute Zelle zu kommen. Ah, das ist unmöglich, Leute, hier jetzt gerade. Das ist so ruckelig hier. Na, ich mache jetzt trotzdem nochmal das eine hier. Bevor ich es vergesse.
Macht es jetzt trotzdem mal raus, ja. Also ich verstehe es echt nicht. Also wenn das jetzt natürlich hier der Grund sein sollte, dass ich jetzt hier... Also wenn das nach dem Neustart zum Beispiel nicht aufhört, das Geruckel hier. Dann tut mir es leid, dann muss ich wahrscheinlich das Projekt beenden, weil... Vielleicht kommt er dann hier nicht mehr zurecht mit den Teils, also wie viel größer das Gefängnis wird und so weiter. Dass es da dann unperformanter läuft und so weiter. Weil da muss ich wirklich sagen, nö, so kann ich nicht weitermachen. Das ist doch unmöglich hier. Schaut euch das an, wie das ruckt hier. Nee, also Leute, ich muss hier tatsächlich einen Cut machen, also für heute muss ich Schluss machen, weil das hat keinen Wert hier. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal, hoffentlich dann das Spiel wieder besser läuft. Ja, tschüss, sagt euer Lego.